Wir haben zum Roundtable Office und New Work eingeladen, weil uns als Zumtobel das Thema Zukunft der Arbeitswelten selbst sehr beschäftigt. Das Arbeiten an sich und vor allem auch die Anforderungen an Gebäude und an das Licht hat sich ja in den letzten Jahren sehr stark verändert, beschleunigt auch nochmal durch die Pandemie. Und wir wollen heute dazu in den Austausch gehen und auch Einblicke bekommen aus den Bereichen der Forschung, der Nutzerberatung, von Investorenseite. Und wir sind heute in Uptown Basel, einem ganz neuen Areal, auf dem eine sehr innovative Office-Welt entstanden ist und hier auch gelebt wird. Und an der Stelle schon mal vielen Dank an dich, Hans-Jörg Fankhauser. Und ich glaube, die Umgebung hier wird sehr inspirierend sein für unsere Diskussion heute. Ich möchte gern starten mit einer Frage an dich, Birgit Gebhardt. Du gibst seit 10 Jahren Studien zum Thema Zukunft der Arbeitswelt heraus. Unter dem Schlagwort New Work stellt man sich ja in der Regel sehr flexible Mitarbeiter vor, die täglich entscheiden können, arbeite ich lieber zu Hause, gehe ich ins Büro, netzwerke ich dort mit meinen Kollegen. Eigentlich klingt es doch ganz gut, oder? Ja, das ist eine tolle neue Freiheit, die also zusätzlich zu der zeitlichen Freizügigkeit jetzt auch eine örtliche Freizügigkeit gebracht hat. Das einzige Problem ist, dass die Mitarbeiter eigentlich nicht genau wissen, warum sie ins Büro gehen sollten oder warum sie zu Hause bleiben sollten. Also das heißt, sie entscheiden das an ihrer persönlichen Agenda, ob der Hund raus muss oder ob der Paketbote kommt. Aber sie haben eigentlich, glaube ich, noch keinen wirklichen Benefit oder keine Qualitäten im Kopf, weshalb sie jetzt welche Tätigkeit wo unternehmen. Und den Vorwurf kann man eigentlich nicht den Mitarbeitern machen, weil die Mitarbeiter in einer Arbeit sozialisiert worden sind, wo es der Arbeitsplatz war, am Monitor zu sitzen, wo ganze Bürogebäude immer noch nach diesen Bildschirmarbeitsplätzen ausgerichtet sind. Und das sind aber eigentlich ganz andere Qualitäten, nach denen wir uns konzentrieren können, lernen können, für kreative Tätigkeiten was anderes brauchen als für konzentrierte. Und das wurde uns aber leider noch nicht so richtig, nicht nur mitgeteilt, sondern wir haben das auch noch gar nicht richtig nachspüren können. Und ich denke, da müsste sich jetzt was verändern. Und was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung heraus sagen, wo kann man ansetzen, um etwas zu verändern, wenn man jetzt gerade auf der Unternehmensseite denkt? Also auf der Unternehmensseite wäre es, glaube ich, jetzt wirklich wichtig, bevor sie sich alle in ihre Homeoffices verabschieden und dann einfach nur Fläche rationalisiert mit Desk-Sharing-Quoten irgendwie verringert wird, zu sagen, es geht eigentlich jetzt darum, wir bieten euch hier einen Ort, an dem etwas anderes passiert als zu Hause, an dem nicht nur Begegnung stattfindet, sondern wo auch eure Wirksamkeit, das, was praktisch den Arbeitsweg oder den Aufwand des Arbeitswegs kompensiert, wenn ihr dann hier seid, ausmacht. Und meine These wäre, dass das Büro nicht nur Begegnungsort, sondern eigentlich Lernwelt werden müsste. Und dieses Lernen ist wirklich so, dass du sagst, das kann nur im Büro stattfinden, weil eigentlich ist ja so ein bisschen die Erfahrung auch gewesen aus der Corona-Zeit mit Zoom und diesen ganzen Online-Formaten, so schlecht hat es eigentlich gar nicht funktioniert. Es war ja für viele überraschend. Ja, das ist toll. Also wir sind reingeschubst worden praktisch in die digitale Vernetzung und das war auch wichtig und es war auch nötig. Und wir haben die Vorteile, glaube ich, auch erkannt. Aber wir wissen trotzdem, und das ist halt mein Vorwurf, wir wissen immer noch nicht genau, welche Form des Meetings führt zu welcher Absicht oder ist für was effektiv. Das heißt, wir sitzen jetzt eigentlich den ganzen Tag vor diesem Monitor und machen Online-Meetings, weil es ja so praktisch ist. Aber ob es wirklich auch so effektiv ist, wie wir uns das erhoffen, also das steht auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Wir haben die Johanna Trüstedt hier in der Runde. Du bist New Work-Expertin bei Dres & Sommer und ich würde an der Stelle gern bei dir nachfragen. Du berätst ja die Firmen zu dem Thema New Work. Merkt ihr bei Dres & Sommer da momentan eine verstärkte Nachfrage und warum kommen die Unternehmen eigentlich auf euch zu? Absolut. Also Nachfrage, ja. Das hat wirklich einen Sturm gebracht. Ah ja. Ein Aufwirbeln und sich überlegen, was machen wir denn jetzt mit der Fläche? Und dann nochmal ganz kurz zu dieser These vorher. Ich denke, Menschen kommen rein ins Büro wegen den Menschen, wegen den Leuten und nicht mehr wegen der Arbeit. Also morgens ist man aufgestanden, sagt man, ich gehe ins Büro arbeiten. Fällt jetzt weg, dieser Automatismus. Deshalb muss diese Fläche auch was ganz anderes bieten plötzlich. Ganz andere Sachen, neue Sachen,
sei es nicht nur lernen, sondern einfach auch entweder, die einen können sich daheim nicht konzentrieren, die kommen rein, dass sie sich konzentrieren können, die anderen kommen rein, eben weil sie nur, sag ich mal, Meetings haben, wirklich mit den Leuten, den Rest mache ich daheim, eben online und so weiter. Genau diese Gedanken sind das eigentlich, die diese Firmen jetzt beschäftigen. Und es ist Fakt, dass wirklich nur 60% belegt ist bei all unseren Kunden. Und dann überlegt man sich, was mache ich denn? Was habe ich da in mehr von Arbeitsplätzen? Habe aber vielleicht zu wenig Kollaborationsfläche? Brauche ich einen anderen neuen Mix von Raummix? Das sind genau die Sachen, die unsere Kunden umtreiben. Und da wir unterstützen wir sie, okay, den richtigen Mix zu finden für die Kultur von der Firma. Wie arbeiten die Leute? Und das ist genau das, was wir machen. Und siehst du da eher die Tendenz, dass Firmen dann dazu neigen, Objekte abzustoßen? Oder eher, okay, wir schauen, also Fläche abzustoßen? Oder schauen sie eher, wie optimieren wir es und wir wollen die Mitarbeiter wieder haben? Mhm. Da gibt es beide Ansätze, sag ich mal. Ganz klar, es gibt welche, die sagen, hey, wir reduzieren Fläche. Es gibt teilweise 20-30%, ja. Dafür gebe ich denen auch was wieder. Ne? Dafür gebe ich ihm die Freiheit. Dafür stecke ich vielleicht auch ein bisschen mehr Qualität in die Fläche, aber ich habe einfach weniger. Das ist so ein neuer Deal, ne? Weniger Fläche, aber Qualität. Aber ich finde, man kann nicht automatisch sagen, wenn ich jetzt Desk-Sharing mache, ich reduziere die Fläche. Man muss schauen, dass es der richtige Mix ist am Ende, wie ich vorher sagte. Vielleicht brauche ich ja mehr Kollaborationsfläche. Und die können offen, die können geschlossen sein. Das können Lernlandschaften sein. Das kann das, was man eben wirklich braucht. Teilweise kommen sie rein und sind alle Sitzungszimmer besetzt. Ne? Dann brauche ich mehr Sitzungsbereiche. Ja. Also ich sag, man kann nicht per se sagen, hey, wir reduzieren das einfach mal 20-30%. Das kann man machen, wenn man eine große Masse hat, große Menge, viele Standorte hat, ich ziehe zusammen. Ja, dann kann man das machen. Bei kleineren Firmen, bei kleineren Flächen würde ich wirklich genauer nochmal hinschauen und sagen, was braucht's denn wirklich? Vielleicht kommen wir jetzt gerade mal drauf zu sprechen, was es mit dem Projekt hier auf sich hat, mit Uptown Basel. Hans-Jörg Fankhauser, du hast das Areal, auf dem wir jetzt gerade uns hier befinden, aus dem Dornröschenschlaf erweckt und hier ein Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit und New Work geschaffen. Was macht denn Uptown Basel so besonders? Also das habe ich zusammen mit dem Investor gemacht, tatsächlich. Und was wir hier wollten, ist ein Campus für 100 Firmen. Und da kommst du automatisch auf die Kollaborationsfläche, oder? Dann haben wir uns entschieden, wir wollen in die übernächste Geländekammer gehen, also die Technologien der Zukunft. Und haben hier zwei Geschosse, zweimal 6.000 Quadratmeter. Ein Geschoss ist ein europäisches großes Unternehmen. Und mit denen haben wir genau das gemacht, was du jetzt vorher erzählt hast. Und dort sind wir dann draufgekommen, es braucht etwa so 30% Kollaborationsfläche. Ich zusammen dann mit dem Investor entschieden, wir machen auf diesem Stockwerk 50% Kollaborationsfläche. Und dann kam Corona. Und ich denke, wir liegen richtig. Wir haben 1.000 Parkplätze gemacht, weil wir eben verschiedene Firmen zusammenbringen, die dann auch wieder verschiedene Mitarbeiter hierher bringen. Und dieses Stockwerk mit 50% Kollaborationsfläche, das ist beliebt. Ich stelle fest, dass wenn sie nicht gerade in den Meetings draußen sind, dass sie alle hier sind. Und das ist schon sehr, sehr interessant für uns. Wir haben natürlich geschlossene Bereiche, wo man ein bisschen aufpassen muss. Es geht hier um die Technologie der Zukunft und entsprechend haben wir Datensicherheitsthemen hier. Aber ein Stockwerk eben, das ist praktisch offen, da kann man überall hineingehen. Es hat überall Tische, wo man dann auch gleich noch zusitzen kann. Überall Kaffeestationen. Unsere Auffassung heute ist ein modernes, auf Innovation getriebenes Unternehmen. 50% Kollaborationsfläche. Vorhin hattest du mal erwähnt, es ist einfach auf viele Generationen angelegt. Also das Projekt hier ist in Richtung Enkelgeneration auch angelegt. Wie wurde das denn architektonisch gestaltet, dass man einfach auch über die Jahre hinweg so flexibel bleiben kann? Also wo ich die Aufgabe bekommen habe, hier etwas machen zu sollen, nie Pflicht und so, keine Tabellen, die ich abarbeiten muss, sondern wirklich mit dem Thomas Stehelin viele, viele Gespräche. Ganz klar, das Gebäude muss hohe Flexibilität haben. Dieses Gebäude, ja, wenn man es von außen betrachtet, mit diesem riesigen Träger,
Der Träger hat natürlich eine ästhetische Funktion, das ist schon klar. Aber natürlich, das Ding ist stützenfrei. Und das Zweite, man muss es einfach wieder auseinandernehmen können und wieder anders zusammensetzen. Nennen wir heute Kreislaufwirtschaft. Mhm. Wir haben das damals einfach Mekano genannt. Und das Wichtigste, die Nachhaltigkeit. Ich wurde sofort verpflichtet, internationale Standards anzuwenden. Wir haben hier eine SNBS-Zertifizierung, also die deutsche Zertifizierung. Wir machen das für das ganze Gelände sogar. Ich habe in meinem Arealentwicklungsteam eigentlich gar keine Architekten mehr, sondern Umweltspezialistinnen, um diese Themen jetzt aufzunehmen. Natürlich habe ich dann noch ein Architekturbüro, das das umsetzen muss, was die Arealentwicklung dann definiert. Und wenn man eben in einer Familie unterwegs ist, oder wo man sagt, ja, das musst du machen für meine Enkelkinder, die noch gar nicht leben, dann ist völlig klar Nachhaltigkeit. Wir haben es vorhin, oder man sieht es auch hier in dem Raum, Tageslicht ist sehr präsent. Welche Rolle spielt dann das Thema Licht generell für dich bei einer New Work-Umgebung? Also ohne Licht kein Raum. Und die Räume brauchst du, um Kreativität oder auch Rückzug zu inszenieren. Ein Rückzugsort muss eine andere Belichtung haben als ein Kreativitätsraum. Deswegen braucht es natürlich einen Partner, den ich schon viele, viele Jahre habe mit Zoomtobel, wo man das dann auch bereden konnte. Ich kann mich gut an diese Sitzungen erinnern. Es ist ja dann schwierig zu sagen, was wir hier machen wollen, oder? Jetzt sieht man es und alle sind zufrieden mit sich selber. Ich bin auch sehr zufrieden natürlich, dass wir hier mit einfachen Mitteln, oder, das sind nicht schnicki-schnacki, wie wir Schweizer sagen, leuchten, sondern es sind klare Strukturen hier aufgebaut, die du anpassen kannst. Und jetzt hast du natürlich, wir leben davon mit den Innenatrien, oder, dass die Sonne über uns rübergeht. Wir können außen beschatten, innen hochfahren, dann haben wir von innen her Licht. Also man weiß eigentlich immer, wenn man hier auf diesen zwei riesigen Geschossen arbeitet, die sind 100 Meter lang, 60 Meter tief mit diesen Innenatrien, welche Tageszeit es hat. Und entsprechend muss sich natürlich dann die Beleuchtung anpassen oder tut sich anpassen bei uns. Wir sind jetzt in den Abendstunden unterwegs, wo wir schauen, wie machen wir das. Ich bin, weil es hier da draußen so schön ist, oder fahren wir das massiv runter, das Licht. Aber es kommt dann auch einfach auf die Situation an. Wir sind am Aufbauen von verschiedenen Räumen, kann man hier sehen. Der Jungle ist so ein Raum, den wir hier haben, oder der Sky, wo wir dann noch Mittagessen machen, dass wir hier mit dem Licht Räume schaffen. Wir wollen mit dem Licht den Raum unterstützen oder ihn sogar machen. Carina, das Stichwort Nachhaltigkeit ist jetzt vorhin auch schon ein paar Mal gefallen. Du bist bei Zoomtobel für das Thema Nachhaltigkeit zuständig. Was gehört denn aus Zoomtobel-Perspektive dazu, zu einem nachhaltigen Bürogebäude? Ja, Simone, ich habe ja letztes Jahr, du erinnerst dich, diese Aufgabe bekommen, mich um die Nachhaltigkeit für die Marke Zoomtobel zu kümmern. Und das war eine sehr schöne, aber auch herausfordernde Aufgabe. Ich habe mich durch sämtliches Material durchgewühlt und bin hängen geblieben bei den 17 Thesen für Nachhaltigkeit von Werner Sobeck, Landsmann von mir, Schwabe aus Stuttgart. Und Werner Sobeck hat in diesen 17 Thesen die fünfte These, und die möchte ich jetzt zitieren, die hat mich nämlich sehr stark aufgewühlt als langjähriges Mitglied der Lichtbranche. Er stellt in der These 5 fest, es ist falsch, den Fokus nur auf die Energieeffizienz in der Nutzungsphase zu legen. Weil Energieeffizienz ist natürlich beim Licht immer das Thema Nummer eins und das kann man sehr gut messen, prognostizieren, es sind Zahlen dahinter. Werner Sobeck sagt aber, wir müssen die Zielrichtungen unseres Handelns bei der Bebauung der Welt ändern. Die Priorität muss auf einer drastischen Reduktion der grauen Emissionen liegen. Und ich denke, das geht in die Richtung, die du, Hans-Jörg, gesagt hast. Kreislaufwirtschaft wird immer wichtiger. Das haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben. Unsere Vision heißt Creating Light Creates Timelessness. Also diese Zeitlosigkeit, damit meinen wir zeitloses Design. Keine Eintagsfliegen bei Leuchten zu kreieren, sondern Design, das solide ist und das über Jahrzehnte Bestand hat. Weil diese grauen Emissionen, die kann ich ja nur ausgleichen, wenn ich Gebäude erfolgreich über Jahrzehnte nutze.
Da ist eine der Designgedanke vom Produkt. Es ist aber auch die Materialität. Wenn ich hochwertige Materialien und gute Qualität einsetze, dann kann ich natürlich Produkte auch viel länger nutzen. Ein Beispiel ist Aluminium. Also wir haben zum Beispiel vor Jahrzehnten schon einen Aluminiumkanal auf den Markt gebracht, 20 Jahre ungefähr her. Da haben unsere Kunden gesagt, wieso nehmt ihr Aluminium, wenn dieser Kanal in der Decke drin ist? Heute wissen wir aber, Aluminium ist ein guter Rohstoff, den kann man zu 75% in Europa recyceln. Er kann mehrfach recycelt werden, ohne Qualitätsverlust. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es kommt uns jetzt zugute, weil wir haben Kilometer von Slotlight verbaut. Und dieser Aluminiumkanal, den kann ich jetzt bei Sanierungen, die dieses Jahr anstehen, das beschäftigt auch sehr viele Bürogebäude, in diesen Sanierungen weiter nutzen. Wir lassen den Aluminiumkanal drin. Wir rüsten um auf LEDs. Wir haben andere clevere Umbausets, die gut funktionieren. Und so können wir Rohstoffe im Gebäude langfristig erhalten. Ein Teil der Leuchten bleibt im Gebäude, ein Teil wird ausgetauscht. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Aber es ist nicht nur das Produkt und die Produktqualität selber, sondern es ist auch die Lichtqualität. Die Lichtqualität und ein ganzheitlicher Ansatz spielt bei uns schon seit Jahren eine ganz große Rolle. Also schon damals, als Hans-Jörg und ich vor 20 Jahren uns in Zürich getroffen haben, haben wir über das Thema geredet. Und zwar, Licht wirkt ja auf den Menschen in drei Ebenen. Es ist Tages- und Kunstlicht. Ganz wichtig auch das Tageslicht, das man hier im Gebäude ja so wunderbar umgesetzt hat. Überall Atrien, Dachterrasse. Und dieses Tageslicht hat ja auch eine sehr gute biologische Unterstützung. Das ist ein Pfad und das Thema Gesundheit. Ein zweiter Pfad ist natürlich auch visuelle Unterstützung. Jede Leuchte, die wir natürlich im Büro ausliefern, erfüllt alle normativen Standards, dass ich gute Kontrasterkennung habe, dass ich nicht geblendet werde. Das ist ja mal so die ureigenste Aufgabe des Lichts. Und jetzt möchte ich einen dritten Pfad, den ich heute ganz stark in unserer Runde fokussieren möchte, und zwar die emotionale Lichtwirkung. Den möchte ich jetzt besonders hervorheben, weil ich glaube, der ist in den letzten 20 Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Hans-Jörg hat so schön gesagt, Räume öffnen, Räume schließen, es passiert da einfach was. Und die Fragestellungen, das sind halt alles Softfacts und die werden von Ingenieuren natürlich nicht so greifbar gemacht wie jetzt Zahlen, Daten, Fakten, die man in der Lichtplanung teilweise hat, wo man sagt 500 Lux, Blendwert 19 im Büro, sondern da geht es wirklich um Fragen wie, was macht ein Raum mit meinen Emotionen, weil Emotionen bestimmen ja auch unser Verhalten, also so psychologische Zusammenhänge oder auch, wie kann ich Räume mit Licht öffnen, wie kann ich sie schließen, wie kann ich Rückzug bieten, Regeneration. Und natürlich auch Dinge, das hast du auch angesprochen, Kreativitätsförderung, ganz, ganz wichtig. Und da kann ich mit Licht wirklich auch nachweislich, und da gibt's eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die man sich viel zu wenig anguckt, weil man nicht interdisziplinär denkt und handelt, kann ich da eben auch meinen Beitrag leisten. Also das ist für uns, für Nachhaltigkeit, diese ganzheitliche Lichtqualität mit Tageslicht, Kunstlicht, den drei Ebenen der Lichtwirkung auf den Menschen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Zweiter Aspekt. Noch ganz kurz zu dem Thema. Wir denken da nicht statisch, sondern wir haben auch einen Prozessgedanke dahinter, weil für Nachhaltigkeit ist bei uns auch Digitalisierung ganz, ganz wichtig. Connected Architecture nennen wir das. Und das ist nicht nur die Verbindung in der Architektur, die hier gemeint ist, sondern es kann auch 30 Jahre Lichtsteuerung bei Zumtobel sein. Mit Lichtsteuerung kann ich sehr gut Räume verändern für ganz unterschiedliche Zwecke. Es sind aber auch Sensoren, die man wunderbar an so einem System, wie wir es hier sehen, natürlich anbringen kann. Temperatur messen, Heizung, Luftqualität, alle diese Gewerke zusammenbringen und nicht zuletzt auch die Sinne des Menschen irgendwo zu vernetzen. Und das kann auch analog passieren, weil ich kann zum Beispiel Akustikleuchten einfügen und Akustikleuchten im Nachhaltigkeitsgedanke bedeuten dann letztendlich auch, ich kann mir zusätzliches Material im Gebäude für abgehängte Decken sparen. Das sind so wesentliche Dinge, die uns beschäftigen, und die Digitalisierung, die führt dann letztendlich auch dazu, dass das Gebäude von Tag zu Tag besser funktioniert für den Menschen und auch für die Umwelt. Also das Gebäude wird sozusagen zum lernenden Ökosystem mit der Digitalisierung. Das ist so unser zweiter
Aspekt, den wir bei humaner Nachhaltigkeit integrieren. Und ich denke, so schaffen wir es auch, Gebäude zu kreieren, die über Jahrzehnte Bestand haben, um auch den Forderungen vom Werner Sobeck gerecht zu werden. Super, danke, Carina. Jan, das Stichwort vernetztes Gebäude, gerade an dich. Du betreust und verantwortest bei Zumtobel den Bereich Office-Beleuchtung. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, unser Ziel ist es wirklich, die Menschen wieder ins Büro zu bekommen, dass sie sich dort treffen, dass wieder neue Gedanken und Ideen im Büro entstehen. Wie können uns denn neue Technologien gerade im Bereich Licht dabei helfen, einfach diesen Wandel wieder zu schaffen? Also wir beschäftigen uns jetzt seit geraumer Zeit mit dem Thema, was passiert nach Covid. Wir haben es schon gehört von dir, Birgit. Wie bringen wir die Mitarbeiter wieder ins Büro? Du hast erwähnt, eure Projekte sind wirklich von der Herausforderung hier gezeichnet, dass man eben Räume schafft, wo Mitarbeiter wieder zurückkommen. Und wenn man sich hier Uptown Basel auch ansieht, dann ist das ganz klar etwas, was mit dem traditionell klassischen Büro vor 20, 15, 10 Jahren sehr stark auch bricht in dieser Herangehensweise. Und wir sehen jetzt natürlich schon, wir haben seit vielen Jahren wird über IoT im Gebäude gesprochen. Wir haben auch Projekte gesehen, wo man bis hin zur IP-Adresse, bis zum einzelnen Lichtpunkt geht. Das waren natürlich alles so Piloten, die man mal gebaut hat, um zu sehen, wie weit kann man mit Licht auch Gebäude vernetzen. Und wir haben natürlich einen großen Vorteil, wie man auch hier erinnern im Raum sieht. Wir haben ein sehr engmaschiges Installationsnetz. Licht ist eines der Gewerke, das sehr eng im Raum verbaut wird. Speziell jetzt in einem Bürogebäude, weil wir wollen ja natürlich Licht in den Bereichen, wo es gebraucht wird. Aber wir müssen natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter an allen Orten in einem Büro entsprechend die Beleuchtung vorfinden, die notwendig ist, um bestmöglich ihre Aufgaben zu erfüllen. Und hier haben wir natürlich schon einen großen wesentlichen Vorteil. Wir sind sehr engmaschig und damit können wir auch, wenn wir zusätzlich zum Licht als Lösung für die Aufgaben, die der Beleuchtung her sehen, aber wenn wir natürlich mit Licht auch das verbinden, eine gewisse Aufnahme zu machen mit Sensoren, wir haben es auch vorhin schon gehört, und dann auch sehen, wo bewegen sich Mitarbeiter. Und wenn man dann natürlich weiterführend hier die Herausforderung auch noch sieht, dann kann ich natürlich eines machen. Ich kann Licht dorthin bringen, wo ich es für die Aufgabe brauche. Ob es jetzt die Lernaufgabe ist in einem Unternehmen oder ob es die Beleuchtung eines Arbeitsplatzes ist oder der Kollaborationszonen. Ich bringe dort Licht gezielt auch hin, wo ich es benötige. Und wenn man hier sitzt, wir haben hier sehr große Glasfassaden und Basel ist ja eine der Städte, die sich auch schon sehr intensiv damit beschäftigt, was passiert mit der Lichtemission nach außen. Und auch hier sind die Themen, Gebäude zu vernetzen, zu steuern, auch Licht zu steuern. Wir sind natürlich speziell im Büroraum immer damit konfrontiert, dass das Licht überall im Raum sein soll, sowohl an der Decke als auch an den Wänden, um auch entsprechend den Raum freundlich zu gestalten, die Atmosphäre für den Mitarbeiter zu gestalten und dementsprechend natürlich auch dann die Emissionen nach außen. Und des Nächtens ist das natürlich für die Flora und Fauna ein sehr wesentliches Thema, hier nicht so viel Lichtverschmutzung nach außen zu bringen. Ja, also ich kann das hier bestätigen, dass wenn man hier nachts ist, ja, weil da draußen sieht man ja nur Bäume, wir sind zwar mitten im Siedlungsraum, dass wir uns entschieden haben, um 10 Uhr gehen die Storen runter. Erstens natürlich Storen Außenbeschattung für den Sommer, weniger Energieverbrauch natürlich. Wir machen zwar die Kühlung vom ganzen Gelände mit Photovoltaik, aber man kann den Strom ja auch für gescheitere Sachen verwenden. Und nachts um 10 Uhr gehen die Storen runter, sie kippen zuerst noch und dann um 12 Uhr gehen sie ganz runter. Du hast im Gebäude natürlich auch immer die Notbeleuchtung, die muss ja durchfahren. Und wenn es dann so dunkel ist, würden wir das noch sehen. Wir schließen uns das ganze Gebäude nachts völlig ab. Genau wegen dem natürlich, vor allem die Insekten reagieren auf Licht, oder? Wir haben auch auf dem Dach das Roofdeck, das ist ja wunderschön. Da haben wir uns lange überlegt, weil wenn es wunderschön ist, sind ja die Leute nachts hier. Also haben wir
oder bleiben, oder? Sie bleiben dann tief bis in die Nacht, das kann ich also schon mal bestätigen. Haben wir spezielle Lichter da oben, die Insekten nicht anziehen. Weil wir sind oben, wir haben die Belichtung in den Bäumen nach unten und das ist so, dass es Infrarotlicht rausnimmt, wo die Tiere erkennen können. Ich darf jetzt vielleicht nur einen weiteren Punkt, wenn man hier im Gebäude, im Raum hier sitzt, noch anmerken. Wir sehen hier laufen Schienensysteme durch, die Lichtinfrastruktur tragen. Und wenn man jetzt in die Richtung geht, wie nutzen wir Räume? Und du hast es vorhin erwähnt, wir haben 50% Kollaborationsfläche hier oben. Und möglicherweise ist es einmal so, dass man in einigen Jahren auch mal überarbeiten kann und auch möglicherweise muss, wenn sich die Belegung ändert. Und dann bieten solche Systeme Licht über eine Infrastruktur einer Schiene in den Raum zu bringen, natürlich auch hier die Möglichkeiten, wenn ich hier Lernzonen gestalten will, wenn ich hier Rückzugsorte gestalten will, dass ich sogar gewisse Teile der aktuell verbauten Beleuchtung, die hier ein doch, also du hast es versucht, etwas tief zu stapeln, würde ich mal sagen, aber wir haben hier großartiges Licht hier im Raum, was hier mit großartigen Beleuchtungen gelöst wurde. Aber wenn man hier mal andere Zonen schaffen will, dann kann man natürlich hier mit sehr wenig Aufwand auch mal andere geformte Formfaktoren von Leuchten einbauen, die dann aber nach wie vor in dem gleichen Infrastruktursystem sofort eingehängt werden können. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass man hier in diesem Bereich auch mal eher dekorative Beleuchtung, die hier eine Zone kreiert, hier reinbringt, anstatt einer sehr gut ausgewogenen, uniformen Beleuchtung im gesamten Raum. Also das sind natürlich auch schon sehr zukunftsgerichtet Überlegungen, denke ich mal, gewesen, die man hier mit angestellt hat und wo man dann auch in Zukunft einmal neue Technologien auch mit weniger Aufwand hier austauschen kann, ohne dass man hier gesamte Infrastrukturen wieder in einen aufwendigen Recyclingprozess einführen muss. Ich kann das bestätigen, als ich war in Zürich im Ausstellungsraum, wo man mir das demonstriert hat. Ich war so begeistert, dass ich gleich den Investor gesagt habe, das musst du schauen kommen. Und wir haben dann zusammen entschieden, ja, das ist das, was wir brauchen, oder? Mit der Idee, die wir hatten, oder? Einhängen, umhängen, neue Schienen einbauen, wenn es sein muss. Und das war dort. Ich kann das empfehlen, einfach geht in den Ausstellungsraum nach Zürich und ihr werdet das dann bei euch einbauen, weil es wirklich ist, wirklich einfach zu machen und durchgedacht, inklusive dann eben Kreislaufwirtschaft, wie das genannt wurde vorher, oder? Also ich weiß nicht, glaube ich, nach 20 Minuten war es für mich okay und alle anderen Systeme, die wir ja auch anschauen wollten, weil wir haben uns jetzt für dieses System, für das ganze Areal entschieden, oder? Und das ist riesig hier, das Areal. Ich finde es spannend, ganz kurz habe ich da einhaken, und zwar, das Büro muss wirklich so ein Chamäleon werden. Es muss wirklich nach jedem Gefühlsänderung, Kulturänderung, Digitalisierungsänderung sich immer entsprechend auch wieder ändern. Und dann sind solche Systeme natürlich ideal. Mit einem kleinen Klick rein, raus kann man sowas ändern, kann man die Lichtatmosphäre ändern, kann man vielleicht die Farbe ändern und so weiter. Und das ist wirklich die Herausforderung. Also viele Kunden fragen mich ja, und ja, wenn das jetzt in 2 Jahren dann wieder anders ist, dann und das wird immer kurzlebiger, das Ganze. Auch wie wir arbeiten, wird sich wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren noch wieder ändern. Und die fragen mich wieder, ja, und wie schaut's denn aus in 5 Jahren? Da sage ich, ja, das kann ich leider tatsächlich auch nicht. Die Gaskugel habe ich nicht. Und da geht diese Flexibilität los. Das muss so flexibel wie möglich sein. Das ist beim Licht, es ist beim Gebäude. Kreislauffähigkeit finde ich gerade im Innenraum wahnsinnig wichtig. Gebäude bauen wir für Jahrzehnte. Im Innenraum sind es 2 Jahre, sind nicht mehr die 5 Jahre Mietverträge, sondern die 2 Jahre. Und dann muss man kreislaufweg bauen mit solchen Systemen. Ja, mit der Glaskugel kann ich vielleicht helfen. mir ist eben aufgefallen, als sowohl du, Carina, über die Nachhaltigkeit und die Infrastruktur, die also praktisch auch als Aluminiumschiene drin bleibt und dann wieder neue Sachen dran gedockt werden können, ist mir auch eingefallen, auch hier, was du sagtest, in den Smart Cities ist es jetzt, sagt man ja gar nicht mehr Straßenlaternen, sondern das sind Multifunktionspylone.
Und da ist WLAN, Autoenergie zum Aufladen, Licht, je nachdem Sensoren, um die ganze City zu vernetzen drin. Und eigentlich ist es sowas Ähnliches in klein, überlege ich gerade, was ihr in den Gebäuden jetzt praktisch langzieht, dass man sagt, das ist eigentlich eine sichtbare Infrastruktur, weil es gibt halt die ganze Energie hier rein und da kann ich natürlich noch alles Mögliche andocken. Und auch das ganze Thema Sensorik, gerade wenn es darum geht, auch Emotionen und was ist das für ein Gefühl auf der Fläche und ist das ein spürbarer Unterschied? Haben wir im Moment ja nur, ist da jemand, ist da niemand, steigt vielleicht noch irgendwie der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft oder die Temperatur, aber viel mehr kriegen wir ja noch gar nicht raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft anders ist. Ich könnte mir auch in Zukunft vorstellen, dass wir uns individuell mit unseren Smartwatches praktisch dann vernetzen und punktuell praktisch da so andocken in das Gebäude, um dann auch nochmal zusätzlich das zu bekommen, zu erhalten, was für meinen individuellen Arbeitsstil, den ich in Zukunft hoffentlich kenne, dann das Richtige ist. Aber ich glaube, so arg weit in der Zukunft liegt es gar nicht mehr, Jan, oder? Wenn ich mir so denke. Leitvolles Employee-Stichwort sind ja tatsächlich Lösungen, von denen wir gar nicht mehr so weit entfernt sind. Richtig, wir sind natürlich hier sehr stark in diesem Bereich, auch in der Forschung und in der Entwicklung unterwegs. Wir haben schon diverse Piloten aufgebaut, wo wir tatsächlich eben anhand und mit der Infrastruktur Licht genau diese Dinge im Raum wahrnehmen und aufnehmen über Temperatursensoren und auch Luftqualitätssensoren. Wir sind hier daran, das auch in die Industrialisierung zu bekommen. Also möglicherweise sehen wir einige der weiteren Entwicklungsstufen hier auf diesem Campus. Der Mitarbeiter, der heute das Mobiltelefon mit bei sich hat, entweder im Hosensack oder es liegt am Schreibtisch, wo ich natürlich sofort im Raum wahrgenommen werde, mich mit der Sensorik in der Decke verbinden kann. Und die Überlegungen gehen natürlich dann so weit in die Richtung, dass man sagt, ich habe hier meine Präferenz, was Licht anbelangt, hier auf meinem digitalen Avatar gespeichert. Und je nach Tageszeit oder je nach Wettersituation ist dann vorstellbar, dass man die Beleuchtung entsprechend meinen individuellen Bedürfnissen auch ändert, je nachdem auch welchen Zeitpunkt im Tagesverlauf ich mich gerade befinde. Und das sind natürlich die Überlegungen, die hier anstehen, um auch Gebäude nochmal wieder attraktiver zu machen. Wenn ich mir denke, vor 20 Jahren, als ich in das Berufsleben eingestiegen bin, die grauen Haare würden schon etwas länger vermuten lassen, aber wenn ich mir vorstelle, vor 20 Jahren war das Büro grundsätzlich ja noch für den einzelnen Mitarbeiter auch ein Ort, der als Technologievorsprung gewirkt hat gegenüber zu Hause. Ich hatte zu Hause wenig Systeme, wenig IT-Infrastruktur. Das heißt, da war nicht nur der Wow-Effekt, in ein Büro zu kommen, ein schöner Arbeitsplatz, Kollegen, der Austausch, die soziale Interaktion, sondern es war ja mitunter auch, da habe ich eine Infrastruktur, die ich zu Hause noch gar nicht kenne. Heute haben wir alle ein Tablet zu Hause, ein Digitaltelefon. Wir haben hier mehr oder minder eine bessere Infrastruktur, fast schon gesagt, als wir möglicherweise an vielen Arbeitsplätzen vorfinden. Das heißt, dieser Wow-Effekt ist natürlich auch entfallen. Und daher sehe ich, dass das Büro sicherlich auch in Zukunft wieder etwas aufrüsten muss, was dann natürlich auch neben der Atmosphäre, die wir gestalten, dann natürlich auch diesen Aspekt, speziell auch, weil die junge Generation und die Postmillennials jetzt in den Arbeitsmarkt reindrängen. Und es gibt ja Studien, wo 2025 mehr als 50% der Postmillennials im Arbeitsleben sind. Für die muss man ja auch wieder einen gewissen Effekt mitbringen, neben dem, dass die Atmosphäre am Arbeitsplatz passt, in vielerlei Hinsicht. Also ich kann das auch bestätigen. Ich bin ja, um das auch mitzutesten, auf das Areal gezogen, habe hier mein Arealentwicklungsbüro drin, auch mein Architekturbüro. Und im Arealentwicklungsbüro werden wir jetzt mit Sensoren eben, wenn ich alleine im Büro bin, oder, dann hat mein Handy die Informationen, wie viel Licht ich brauche. Wenn wir mehr sind, dann soll das ausgewogen werden. Was wir dazu machen, ist, wir machen das auch mit der Luft.
Und was wir hier sehen, das ist unsere Naturunterstützung. Das ist ein Startup von der ETH Zürich, Oxygen to Work. Da oben auch in den Kanälen drin hat es die Sensoren. Wir überwachen auch den Feinstaub. Diese Blätter, die an denen haftet der Feinstaub und der Sensor merkt, der Feinstaub steigt wieder im Raum, also die Blätter sind mit Feinstaub belegt, wird automatisch ein Gärtner aufgeboten, um die Pflanzen abzustauben, wie bei meiner Oma. Die hat auch immer die Pflanzen abgestaubt, weil sie auch solche Pflanzen hatte mit so großen Blättern, aus anderen Gründen, als wir sie jetzt haben. Ich möchte noch einen kurzen Punkt vielleicht noch dazu erwähnen. Es geht ja natürlich jetzt, wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie ist die Atmosphäre, was tun wir für die Mitarbeiter. Aber wenn man natürlich auch das vernetzte Gebäude betrachtet und hier auch erkennen kann und überschauen kann am Ende des Tages, wie viele Mitarbeiter waren in dem Raum, beziehungsweise wurden vielleicht Flächen gar nicht belegt, dann heißt das natürlich auch wieder eine Kostensparung für den Betreiber, weil ich muss dort vielleicht gar keine Putzkolonne reinschicken, um den Platz zu reinigen oder die Toiletten zu reinigen. Das sind dann natürlich auch so die Themen. Es gibt ja schon Gebäudestandards, wo ich bis hin zu die Putzkolonne und Building Maintenance muss mit dem Elektroauto zum Gebäude anfahren, um hier Punkte bei diversen Gebäudezertifizierungsprogrammen zu bekommen, dann ist natürlich jeder Kilometer, der nicht zurückgelegt werden muss, ob zum Gebäude oder auch im Gebäude, ist natürlich auch Einsparung auf der Seite, einerseits monetärer Natur in den jährlichen Kosten und andererseits natürlich auch CO2-Emissionen, ganz klar. Ich muss da wirklich nochmal bei dieser Innenraumluft einhaken. Es ist ja wirklich, also erstens mein Herzensthema und zweitens ist es wirklich wichtig. Ich meine, ich weiß, Licht ist reguliert tatsächlich. Man braucht diese 500 Lux auf dem Arbeitsplatz. Das ist rechtlich gesetzt. Wir haben auch die Akustik, die tatsächlich gesetzlich geregelt ist. Aber bei der Luft ist es tatsächlich echt noch sehr dünn, muss ich sagen. Es gibt so diesen CO2-Messwert, den müssen wir einhalten. Ne? Aber sonst, also was Feinstaub angeht, was VOCs angeht, da gibt's keine Normen. Und das ist genau der Punkt, die man eigentlich bräuchte, aber die sind noch nicht da. Es gibt Richtwerte und ich finde das super, genau dieses Einsetzen von kontinuierlichen Messen. Es passiert immer wieder was im Raum und man schiebt immer wieder neue Möbel dazu, die ausdämpfen, die Schadstoffe ausdämpfen. Das kontinuierlich zu messen und das dann wirklich, das ist der nächste Schritt und da freue ich mich drauf oder warte noch drauf, dass man das auch sieht, auf jeder Nutzer das auf dem Handy sieht. Hier in dem Raum ist die super Luft, da gehe ich rein. Oder ich sehe es im Café, wow, super. Da treffen wir uns. In dem anderen Café treffen wir uns vielleicht nicht. Ich habe es wirklich auf dem Handy. Da geht es wieder wirklich zurück zu dieser Daten zur Stadt. Ich habe alles da und ich weiß, wo ich mich treffen möchte mit dem, weil es da gesünder ist. Ich bin sehr davon überzeugt, dass das kommt. Wir arbeiten hier mit einem Startup von Berlin zusammen, Building Minds, großer, etwa 100 Leute schon. Und logischerweise, wir sind auf dem Radar von denen, weil sie gehören ein bisschen zu unserer Investorenfamilie dazu. Das wird alles kommen, oder? Wenn wir die Richtung Werte erreichen wollen, 2035, 2050, müssen wir das machen. Und es soll ja nicht darum gehen, die Leute einzuschränken, sondern ihnen Freude zu machen, oder? Hey, komm hier arbeiten und du tust noch etwas Gutes. Ja, aber brauchen Sie dann immer noch dafür jetzt eine Norm? Also das kann doch nicht wahr sein, dass Sie jetzt eine Norm dafür fordern. Ehrlich gesagt, wenn Sie gleichzeitig sagen, ich kann das hier auf meinem Smartphone sehen und dann kann ich doch selber entscheiden, wo ich hingehe oder nicht. Also ich finde, Sie haben ganz viele Normen, die wir in der Arbeitswelt haben, sind sowieso echt gestrig. Auch die 500 Lux. Ja, für welche Arbeit denn? Für den Bildschirmarbeitsplatz, den ich zu Hause habe. Kann ich ja eher mal fragen, ob ich da meine 500 Lux habe und ob das seitlich zum Fenster steht und wie die Abstände sind. Aber ich komme doch nicht mehr in das Büro, um genau das Gleiche überall unisono einmal durchgemetert zu haben. Ich hätte jetzt natürlich das Tageslicht, was noch bis in gewisse Raumtiefen, darf ich aber laut Arbeitsschutz auch nicht, obwohl sie längst technologisch viel weiter sind als unser Arbeitsschutz, als diese ganzen Normen. Also ich finde, das ist sowas von überarbeitungswürdig und auch abbauwürdig. Ich würde jetzt wirklich sagen,
du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, ich brauche da noch eine Norm für diese Richtwerte und so weiter. Und ich würde mal ganz, für mir kommt es auch so vor, jetzt haben wir da diese ESG-Richtwerte und stellt Sie für Riesenherausforderungen, dass Ihre ganzen Gebäude das jetzt alles erfüllen müssen. Und ich finde den Ansatz der Nachhaltigkeit gut und richtig. Ich glaube aber, dass es teilweise mit dieser Unisono-Klassifizierung, egal was, egal welches Gebäude, egal wie alt, das muss das jetzt alles erfüllen, kommen wir der Sache eigentlich auch nicht wirklich näher und werden der Sache nicht gerecht. Und da finde ich eigentlich jetzt diese Logik der Vernetzung ist für mich, dass ich also die Qualitäten messen kann. Ich brauche diese ganzen Zahlenwerte nicht mehr, weil die Zahlenwerte eigentlich nur Quantitäten messen, sollen mir vorgaukeln, dass ich darüber qualitativ was Besseres erreichen kann. Aber solange ich eine Qualität nicht messen kann, die ich damit erreiche, in Gänze, und da gehört halt mehr dazu als eine Nummer, dann bringt mir das alles nichts. Und jetzt kommen wir ja aber in eine Zeit, wo ich Qualitäten messen kann, weil ich verschiedene Faktoren bemessen kann und daraus dann eine Raumqualität, auch einen emotionalen Faktor vielleicht mit in der Interaktion mit dem Nutzer herstellen kann. Und für mich wird es eigentlich erst dann interessant. Und diese ganze Welt der Normen und Vorgaben ist etwas aus dem Massenzeitalter der Industriekultur, wo wir eben diese qualitative Messung nicht machen konnten. Wir hatten ja im November 2021 eine Neuauflage der Beleuchtungsnorm. Man hat sich dort damit auch auseinandergesetzt. Was passiert auf der Fläche im Raum? Welche Demografie der Mitarbeiter sind eigentlich auf der Fläche? Und man hat hier schon einen Punkt mit reingenommen, nämlich zu sagen, die 500 Lux, Gleichmäßigkeit, ja, sind nach wie vor die Minimalnorm, wenn es um die Lese-, Schreib- und Tippaufgabe geht. Aber man hat hier auch schon festgehalten, höhere modifizierte Beleuchtungsstärken mit reinzunehmen, weil man heute auch weiß, dass die älteren Mitarbeiter durchaus schon gerne auch höhere Beleuchtungsstärken haben. Und ein zweites ist noch, die Industrie und auch wir arbeiten natürlich auch dran, wir haben es vorhin gehabt, Tageslicht in das Gebäude zu bringen. Und es gibt ja nur immer einen gewissen Bereich, wo Fenster und Lichteintrag von außen ermöglicht sind, außer man baut hier eben diese Atrien, wie man hier sieht, die diese Aufgabe sehr, sehr gut erfüllen. Aber die Industrie arbeitet auch hier schon an neuen LEDs mit modifizierter Spektralverteilung, die dem natürlichen Tageslicht sehr ähnlich sind und sehr nahe kommen, wo man eben auch diese aktivierende Wirkung des Lichtes, die wir ja draußen haben, also jeder Arbeiter am Bau, den man hier unten auch sieht, die sind ja grundsätzlich einmal lichtgesünder als wir, die den ganzen Tag im Büro sitzen. Und das versuchen wir eben entsprechend auch zu adressieren, um eben auch diese Bedürfnisse des Mitarbeiters, des Menschen, die vielleicht gar noch nicht bekannt sind, hier auch im Raum mit der künstlichen Beleuchtung umzusetzen und in Zukunft vermehrt in den Raum zu bekommen. Und jetzt hast du es genau gesagt, die dem Mitarbeiter gar nicht so bekannt sind. Und das hat so zwei Seiten. Das eine ist, dass wir bisher, wie wir die Mitarbeiter sozialisiert haben mit diesen Normen, dass das immer alles so durchgemetert und einheitlich und standardisiert war. Da ist dem gar nicht aufgefallen, dass es da einen Unterschied geben kann. Jetzt wird das alles viel individualisierter und dann hätte ich ja auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt älter bin und mehr Kontrast brauche oder mehr Licht, dann kann ich mir das ja, wo auch immer, in welcher Raumtiefe ich bin, mir eigentlich über die tageslichtsimulierten Leuchten auch holen oder abholen wirklich. Und trotzdem bleiben wir mit diesen Normen immer noch in dieser Standarddenke, als ob das Gebäude voll wäre, als ob alle das Gleiche täten. Und das ist der Knackpunkt. Und das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und wenn wir sagen, auch dass das Emotionale, was so wichtig ist, also was wir auch eingangs hatten, ich kann hier mal eine Hängeleuchte reingeben. Wir wissen, es gibt Studien, die sagen, bei Pendelleuchten sinkt der Lärmpegel. Also wenn viele Leute im Raum sind, bei Kantinen zum Beispiel, wenn ich da so Pendelleuchte hätte, ist es ruhiger, als wenn ich so Langfeldleuchten oben an der Decke habe. Und lauter solche Sachen, das ist den meisten gar nicht so bewusst. Aber wenn wir jetzt diese ganzen smarten Tools haben, um alles um uns einzustellen, und ich glaube nicht mal ehrlich gesagt, dass wir das selber machen, weil es uns in einer gewissen Weise überfordert. Und dann brauchst du noch wieder die App vom Unternehmen und die eigene App und sonst was.
Das macht deine KI. Wir werden alle so eine kleine KI oder Genie haben und die kennt meine Vorlieben und die weiß, die kann das Ganze wahrscheinlich noch mit meinem Stresslevel irgendwie matchen und dann justiert die das alles so und bestenfalls kann die Anlage das dann mit mir individuell abgleichen und dann brauche ich viel weniger von diesen Vorgaben und auch diese ganzen Siegel, die im Grunde uns jetzt sagen, jetzt das und das muss ich jetzt alles erreichen, damit das Gebäude nachhaltig ist. Ja, aber wenn ein Gebäude nur an 2 Tagen von möglichen 7 belegt ist, dann ist es nicht nachhaltig, egal wie viel Siegel ich da drauf klebe und wie sehr ich mich bemüht habe. Und der Freitag zum Beispiel ist ein Tag, da geht kaum noch jemand ins Büro. Dann haben Sie das Wochenende, also 3 Tage können Sie in den meisten Betrieben schon sicher sein, dass da niemand ist. Und dann kann sie sagen, das rechne ich mir jetzt wieder schön, weil dann muss die Putzkolonne nicht kommen und so weiter. Aber eigentlich, wenn wir mal über die Sache in Gänze, und das meine ich, da fehlt manchmal so eine Logik und so eine zeitgemäße Auffassung, wie die Menschen eigentlich inzwischen die Gebäude benutzen und wie sie frequentiert werden. Ja, ich glaube aber auch, das Thema Normen ist halt sehr stark auch von den Ingenieurwissenschaften vorangetrieben und man hat halt gerne auch Zahlen, an denen man sich orientieren kann. Das sagt schon allein das Wort Lichtberechnungsprogramm, das man ja hernimmt, dass man die normativen Vorgaben alle einhält. Und ich glaube halt, was bisher gefehlt hat, auch wenn man neue Normen macht, man muss ja immer so Ankerpunkte haben und das sind halt in dem Fall Zahlen. Aber was eben fehlt, sind diese Softfacts. Und auch, dass man über den Tellerrand rausschaut zu anderen Disziplinen wie Human- und Sozialwissenschaften, wo es eben auch super interessante Forschungsergebnisse zum Licht gibt, die in der Beleuchtungsbranche aber ganz wenig bekannt sind. Also auch dieses interdisziplinäre Öffnen von Ingenieurwissenschaft wie Lichttechnik, das fehlt meiner Meinung nach an einigen Ecken und Stellen schon. Und ich denke, da kann man einen wesentlichen Beitrag auch leisten, dass Menschen sich im Gebäude dann auch immer wohler fühlen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Daten zugänglich macht für die Leute. Das ist immer noch nicht da. Die Daten gibt es und alle Gebäude haben sie. Die stecken dann beim FM und da bleiben sie dann. Aber sie müssen zugänglich sein für alle Leute. Und dann kann man sich das nämlich, dann haben wir die Individualisierung, dann kann ich mich frei entscheiden. Wo gehe ich hin? Was möchte ich? Wie möchte ich das einstellen? Das ist, glaube ich, das Key. Und dann der nächste sind dann wahrscheinlich wahnsinnig viele Daten. Wie gehe ich denn damit um? Kann ich das überhaupt bewältigen? Weiß ich, wo ist der Richtwert? Ist es gut, ist es schlecht? Und da brauche ich diese kleine Genie, die bei mir sitzt und sagt, das ist gut für dich. Aber das finde ich auch wichtig, dass man so ein Gefühl auch entwickelt, zu was lädt der Raum denn eigentlich ein? Was soll denn hier passieren? Und ich glaube, die Büroimmobilie ist da gerade vor einer riesigen Herausforderung, weil ich glaube schon, dass das Büro seinen professionellen Vorsprung verliert. Genau wie du gesagt hast, die Faxe und so weiter, das braucht man nicht mehr. Das ist nicht mehr die Gerätschaften, die da rumstehen, die den Vorsprung irgendwie waren. Die Arbeitsmittel wandern zum Menschen. Also frage ich mich, warum gehe ich da hin? Und im Moment kommt es mir so vor, als ob es haufenweise technologische Auflagen gibt, die im Grunde jetzt wieder eine Gebäudetechnik erzeugen und da eine Professionalisierung schaffen, die eigentlich in meinem Verständnis erst richtig super wäre, wenn sie individuell adaptierbar ist und wenn ich so viele qualitative Faktoren messen kann, dass ich wirklich die Qualitäten auch ändern und ad hoc für mich oder ganz anders vielleicht wieder für dich oder vor allem für die Absicht der Tätigkeit justieren kann und dann den Raum auf einmal verändern kann und die Atmosphären. Und das wäre dann richtig toll, weil das ganze Thema, die Leute kommen, um Menschen zu treffen. Ja, aber ich glaube, das reicht nicht, weil Menschen treffe ich im Restaurant und da habe ich eine ganz andere cozy Beleuchtung und so weiter und da brauche ich auch keine 500 Lux, weißt du, und dann habe ich eine ganz andere Atmosphäre und ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Gesprächssituation und wir stellen ja auch fest, wir müssen unsere Kollegen treffen und wir brauchen informelle Get-togethers, um das möglichst ungezwungen und auch mal so die Zwischentöne rauszufinden, um dieses Kennenlernen, nicht nur für ein Onboarding, sondern wirklich auch im Arbeitsprozess immer wieder so eine Energie auch zu spüren. Und mit unserer physiologischen Wahrnehmung spüren wir so eine Energie eigentlich in einem physischen Raum immer noch am allerstärksten. Und das ist für unser Arbeitsvorankommen total wichtig. Und da ist natürlich Licht und auch Pflanzen und Luft. Und diese ganzen Kriterien sind ein Riesenqualitätsfaktor, mit dem ich aber jetzt arbeiten muss und den die Mitarbeiter für sich justieren müssen und wo praktisch die Industrie jetzt ein Riesenspektrum zur Verfügung stellt, was sogar qualitativ jetzt besser sein kann.
Und jetzt müssen wir uns das individuell für die Arbeitstätigkeit hinziehen. Und ich glaube zum Beispiel, was dieses ganze aktivitätsbasierte Arbeiten angeht, das ist ja nicht nur hier konzentriert viel Licht, da irgendwie nett zusammensitzen, wenig Licht oder Pendelleuchte oder mal dekorativ. Ich würde mal behaupten, wir haben viel zu viel dekoriert und nur dekoriert und hatten keinen Verstand eigentlich dabei, was das, wie das jetzt funktioniert mit uns. Weil wir erforschen zwar gerade wie verrückt künstliche Intelligenz, aber unsere natürliche Intelligenz, darüber wissen wir kaum was. Und da ist Licht ja ein total fantastischer Faktor. Also da, und interessanterweise gibt's beim Licht ganz viele Studien. Also da haben wir validierte Erkenntnisse. Da können wir wenn-dann Ableitungen machen. Und es ist auch ganz viel in der Sprache, die teilweise uns sagen, zum Beispiel dieses Wort, wenn man Dinge unter einem anderen Licht betrachtet. Das hängt genau mit diesen Tageslichtsachen. Wenn ich an einer Aufgabe knoble, stehe auf und die Lichtfarbe hat sich merklich verändert, brauche ich länger, um reinzukommen, auch wenn ich gar nicht so lange, sagen wir mal, gar nicht 2 Stunden weg war, die Zeitspanne wäre, damit sich die Lichtfarbe merklich verändert, sondern vielleicht nur eine Viertelstunde weg war. In einem stärkeren Gelbton betrachte ich das unter einem anderen Licht und brauche länger, da wieder reinzukommen, habe aber vielleicht auch eine andere Perspektive drauf. Wenn ich aber das Licht, und das kann ich ja künstlich erzeugen, genauso lasse, wie als ich es verlassen habe, komme ich schneller wieder in die Aufgabe rein. Und wenn ich sowas weiß, kann ich natürlich viel produktiver und effizienter arbeiten. Heißt, ich will eigentlich versuchen, dass wir die Qualitäten der Umgebung begreifen und wie sie mit uns interagieren, dass wir sie aber funktional einsetzen. Und wir sind im Moment bei den funktionalen Zahlen, fangen gerade an zu begreifen, was die qualitativ können, aber sind noch weit davon entfernt, das jetzt in unseren Alltag, in unsere Arbeitsabsicht so zu übersetzen, dass wir wissentlich und bewusst für bestimmte Tätigkeiten uns in diesen Raum geben oder in diese Atmosphäre oder das so umprogrammieren. Mich würde mal interessieren, bei Dresden Sommer, diese Gebäudezertifizierungen, kann man erfahrungsgemäß sagen, dass solche Gebäude dann auch irgendwie gesünder sind, besser sind? Oder kann man das auch kritisch in Frage stellen, wie wir jetzt auch über Normen diskutiert haben? Wie ist da eure Erfahrung? Erfahrung ist tatsächlich, alle wollen Zertifizierungen, weil man dann besser verkaufen kann. Punkt. Das ist auch das Ziel ja eigentlich von den Zertifizierungen. So. Und jetzt kommt meine persönliche Meinung dazu. Das ist Zertifizierungen. Da habe ich eine Checkliste und mache tick, 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 habe ich erledigt. Es ist abgeschlossen, ich habe einen Stempel und ich gehe. So. Und man kann nicht wirklich nachweisen, lebt dieses Gebäude nachhaltig oder ist es gesund. Von daher, wir nennen das gerne auch kreislauffähig dann oder auch beziehungsweise einfach inspiriert, ne? Cradle to Cradle inspirierte Gebäude und zu sagen, hey, und die Fokus ist ja natürlich immer je nachdem anders oder auch Land ist anders. Ja? Also man kann nicht die amerikanische und nicht die deutsche mit in der Schweiz machen. Ne? Also, habe aber trotzdem diese Checkliste. Von daher reden wir wirklich von Cradle-to-Cradle inspirierten Gebäude und wir gehen zu dem Kunden hin und sagen, okay, wo ist dein Fokus? Ne? Ist es jetzt die nachhaltige? Ist es Wassersparen? Ist es der soziale Effekte? Ist es die Gesundheit? Und da ist ein Trend ganz klar, es geht jetzt, es heißt nicht nur nachhaltig, sondern auch healthy buildings. Dass dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig. Also eben Raumluft, ne? Man schaut sich die an. Und man misst es auch kontinuierlich. Ne? Es ist nicht nur einmal, ich gehe einmal rein, messe es und dann bin ich wieder draußen. Ich habe den Stempel, schön. Danach, was weiß ich, was immer da passiert. Das Gebäude lebt ja auch, ne? Und es wickelt sich weiter. Kontinuierlich messen und dann eben auf das healthy building, auf die Gesundheit von den Leuten rein, weil wir einfach wirklich 90% von den Zeit in den Gebäuden sind. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber es ist... Ich glaube, der beste Satz fand ich, weil wir es dann besser verkaufen können. Das sind Zertifizierungen, so sind die entstanden, und wir müssen es besser als Normen machen. Ja? Deshalb haben wir dann plötzlich Zertifizierungen gemacht. Warum mache ich es besser? Damit ich dann nachher wieder, ich muss ein bisschen Geld investieren, ich krieg's auch wieder zurück. Das ist eigentlich der Gedanke von Zertifizierungen, genau. Entschuldige. Wir müssen eigentlich den Nutzer sensibilisieren und sie werden ja schon ermächtigt, sofern sie dann die Daten bekommen, aber mit ihren zahlreichen Apps, das sich zu individualisieren. Und ich glaube, das werden sie auch mehr einfordern, wenn sie diesen Effekt spüren. Und wenn sie es selber nicht spüren, dann wird's Genie ihnen sagen, die KI. Ich habe ja oft das Gefühl, dass die Immobilienbranche die letzte Bastion ist, die im Grunde noch in diesem Business-to-Business denken kann. So von wegen, ich baue das, damit's hochflexibel,
damit der nächste Investor wieder kaufen und wieder verkaufen kann. Und das geht vielleicht noch ein bisschen an den Mieter, aber der macht ja dann eigentlich erst die Einrichtung. Und die, die dann arbeiten, sind ja die Angestellten des Mieters. Also bis zu denen, würde ich mal sagen, dringt die aktuelle Baubranche normalerweise gar nicht vor. Und von denen kriegt sie auch noch kein Feedback. Ganz anders als in der Hotelindustrie oder sowas, wo der sofort Sternchen oder irgendwie wie der Service war und so weiter. Und ich glaube, das wird sich ändern, weil sie die Möglichkeiten haben mit ihren Geräten sich das. Und ich glaube auch, dass am Ende sogar auch diese Normen halt gucken, wie ist denn die Frequenz, weil es einfach sonst nicht funktioniert. Und ich finde, das ist richtig, weil dann wird nämlich auf einmal die Qualität bewertet und nicht nur das ganze Zahlenwerk. Oder ich finde auch diese unter diesem Stichwort Flexibilität hat man einfach vielfach nur Beliebigkeit verstanden und Flexibilität für im Grunde den Bauherrn oder den Nächsten, der es kauft, weil dann können sie da alles machen, aber wir müssen uns jetzt auch nicht so viel Gedanken drüber machen, was jetzt dann da passiert. Und das funktioniert nicht mehr, weil das Gebäude wird dann, glaube ich, einfach nicht mehr genutzt. Und die Gedanken, die man sich machen muss, ist auch nicht mehr die Signature-Architektur, da gebe ich dir vollkommen recht, die so 90er Jahre irgendwie mäßig da so en vogue war, sondern ich brauche einen spürbaren Mehrwert. Ich muss das merken als Nutzer, dass sich dieser Weg ins Büro gelohnt hat, sonst mache ich ihn nicht. Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal an euch.